leichter Lebenszeit, 14 Uhr. Ich freue mich natürlich, dass Sie eingeschaltet haben. Aber ich freue mich natürlich auch heute wieder über sehr interessante Gäste. Frank Bernhard hat es zu uns gekommen. Und wenn ich uns heute so angucke, dann wird es wohl eine sehr vitale, kommunikationsreiche Sendung werden zwischen uns beiden. Denn Blau, das hat Stefanie Kralewski gerade erzählt, steht ein bisschen für Vitalität. Vitalität. Kommunikation. Und Fluss. Und Fluss. Es fließt. Das ist sehr schön. Mhm. Zwischen uns fließt es ja eh immer ganz gut. Aber das du hast heute ein sehr interessantes Thema mitgebracht. Es geht nämlich um den Erzengel Michael. Richtig. Und da hast du ja deine ganz persönliche Geschichte, über die wir reden werden. Stefanie Kralewski habe ich ja gerade schon angekündigt. Auch sie ist heute zu Gast mit einer wahren Geschichte. Und der Danny mal wieder. Ich freue mich ja immer, wenn du da bist. Auch wenn es manchmal so ein bisschen sarkastisch klingt, aber es ist wirklich so. Ja, ich freue mich auch. Ja. Der Danny hat heute mal wieder, ja, die ganze Woche, ja, dauerpräsent. Aber du hast heute wieder etwas mitgebracht, um uns zum Gucken zu bringen. Ich bin sehr gespannt, weil er verrät mir ja immer kurz vor der Sendung nicht, um was es geht. Frank, angereist mal wieder ein paar Tage hier in Berlin und erfreust natürlich die Astro-TV-Zuschauer mit deinem Wissen, mit deiner Gabe. Mhm. Und Danny? Danny? Was, bitteschön, machst du da? Ich habe einen Kaugummi und ich muss nicht. Jetzt soll ich durchs Bild laufen, oder? Das sind diese kleinen Schönheiten, warum wir dieses leichter Leben auch so leicht nehmen, genau, oder? Genau. Frank, aber jetzt wirklich zu dir. Du hast ja deine eigenen Erlebnisse, dein Weg zur Spiritualität, der ist ja schon auch, oder hat begonnen mit ja, schon eigenartigen Situationen im Leben, mysteriösen Situationen im Leben, oder? Oh, ich kriege Gänsehaut, wenn ich da jetzt darüber nachdenke. Und zwar vor anderthalb Jahren ist mir ja der Erzengel Michael erschienen und hat zu mir gesagt, du Frank, jetzt sag doch, mach doch einfach mal was ganz, ganz Sinnvolles. Und da habe ich gesagt, wieso, ich mache immer was Sinnvolles. Ja, aber du weißt, viele deiner Anrufer haben große Blockaden, haben große Schwierigkeiten. Wir haben ganz viel Liebe. Biete doch einfach mal an, Trennung alter Muster. Und zwar, da habe ich dann gesagt, was heißt denn Mustertrennung? Mustertrennung ist also folgendermaßen, es gibt viele Verhaltensmuster, die wir haben und die machen uns ja auch aus. Aber es gibt einfach viele Verhaltensmuster, die wir nicht haben wollen, wie zum Beispiel einfaches Verhaltensmuster. Jemand setzt immer auf den verkehrten Partner, hat immer Pech oder hat immer das Gefühl, außen zu stehen. Und das sind Verhaltensmuster, die wir haben. Und der Erzengel Michael hat mich gebeten, einfach, ja, ich brauche nur den Namen, das Geburtsdatum und kann dann das auflösen für diesenjenigen. Und es gibt wirklich großartige Sachen, die mir da schon passiert sind. Das heißt, er hat dir etwas mitgegeben. Aber ich muss natürlich noch mal auf diese Erscheinung, auf dieses Gespräch zurückkommen. Das heißt, war dir sofort bewusst, wer da vor dir steht? Oder wie war die Erscheinung? Wie ist die überhaupt zustande gekommen? War es ein Tagtraum? Ja, das war, oh, das, ich weiß das noch ganz, ganz genau. Das war beim Sport und auf einmal hat dieser Engel mit mir gesprochen und du weißt, ich bin wirklich sehr bescheiden und ich muss es jetzt einfach loswerden. Der hat mit mir gesprochen und hat gesagt, Frank, jetzt mach das mal. Und ich natürlich, wer spricht hier mit mir so ungefähr? Ich will das jetzt auch nicht veralbern, aber es ist so gewesen, dass er gesagt hat, ich bin der Erzengel Michael und ich kann... Also er hat sich vorgestellt, er hat sich vorgestellt, genau. Und ich kann einfach ganz, ganz viel mit dir gemeinsam erreichen. Du bist eine öffentliche oder du bist viel in der Öffentlichkeit und bei dir geht es immer sehr viel um Liebe, sehr viel um Gefühle. Also, und wir Menschen sind ja so viel gefühlsvoll, aber viele Menschen haben einfach Themen, die wir nicht haben wollen. Zum Beispiel gemobbt. Wir sind ja im Moment, also viele Menschen werden gemobbt. Aber auch das ist ein Verhaltensthema, was ich habe und was ich ja nicht haben möchte. Und deswegen können wir da einfach helfen, der Erzengel Michael und ich, der trennt dieses Verhaltensmuster. Und es ist so schön, dann einfach irgendwo hinzugehen und zu sagen, ja, ich bin da. Keiner kann sich das erklären,
Aber es ist so, unser Körper strahlt es einfach dann aus. Jetzt haben wir natürlich so ein paar Bilder, also gerade wenn man ans Christentum, an die Kirche denkt, dann gibt es natürlich Bilder, die wir haben, wenn wir an Erzengel Michael denken. Das stimmt. Ist der Wächter, er wird meistens mit dem Flammenschwert dargestellt. Das heißt, du sagst ja auch, er zerstört Blockaden. Das heißt, dazu benutzt er vielleicht auf der einen Seite das Flammenschwert und er ist der Wächter. Das heißt, er wacht über andere oder? Wie muss man sich das vorstellen? Und so ist es ja auch wirklich. Also wir sind ja in einer sehr esoterischen Familie-Sendung und da wird wirklich dieses Band durchgetrennt von dem Erzengel Michael. Und er braucht es wirklich nur einmal zu machen. Und ich bin wirklich so stolz, dass der mich ausgesucht hat, dieses einfach weiterzugeben. Du hast mir vorhin eine Geschichte erzählt und ich würde gerne mal kurz darüber reden. Ich weiß nicht, ob ich es darf, aber wir nennen ja keine Namen. Und zwar geht es hier um das Bild. Und das ist im Endeffekt für dich auch die Erscheinung. Ist es das so, wie du ihn gesehen hast? Da ist jetzt natürlich kein Schwert. Das hat natürlich jetzt mit dem Bild, das wir vom christlichen Glauben kennen, vielleicht gar nicht so viel zu tun. Das stimmt. Aber geht es eben auch gerade in der Spiritualität, gerade wenn es auch um die Engel geht, einfach darum, ja, selbst herauszufinden, für was steht wer, wie sehe ich das und was erkenne ich? Absolut richtig. Dieses Bild hat mich einfach angesprochen. Es war wie, also kennst du das, wenn man das unbedingt haben muss? Also man ist zu einem bestimmten Zeitpunkt genau da, wo es sein soll. Und da habe ich das Bild mitnehmen dürfen. Und das ist für mich mein Kraftbild, genau. Es gibt mir ganz viel Kraft. Ich mag es so gerne. Die Farben sprechen mich an. Dieses wunderschöne Blau, was wir dort haben, das Rot. Und ich finde, für das Flammenschwert, es ist zwar kein Flammenschwert zu sehen, aber es leuchtet. Es ist einfach unheimlich viel Kraft. Mhm. Und das möchte ich einfach auch weitergeben. Die Kraft und Energie, die Liebe, die wir hier vielleicht manchmal nicht mehr haben, einfach wieder laufen zu lassen. Und wir haben das einfach so schön, wir beiden. Wir sind mit diesem Blauen hier heute da. Und das heißt ja auch fließen lassen. Wir lassen es einfach fließen, ohne dass wir uns vorher abgesprochen haben. Ja, das ist ja auch ganz schön. Das Leben ist ja ein Fluss in irgendeiner Form. Und man muss sich manchmal auch treiben lassen im Leben. Aber die schönen Dinge, an denen man vorbeikommt, natürlich auch wahrnehmen. Ich glaube, ein spiritueller Mensch, der nimmt natürlich sehr, sehr viel wahr. Und gerade wenn es um solche Erscheinungen geht, bist du wahrscheinlich nicht der Einzige, der sowas mal erleben durfte. Engelserscheinungen, da haben wir ja schon oft mit vielen Beratern auch geredet, die das eben nachvollziehen und die eben auch diesen Kontakt herstellen konnten. Ja. Ganz, ganz toll. Also ich finde das toll und ich glaube, sowas kann man nicht erzwingen. Da wirst du ausgesucht. Da hast du das oder du hast es eben nicht. Und ich finde, wir dürfen schon ein bisschen stolz sein, die das erlebt haben. Absolut. Du hast etwas mitgebracht, dass Menschen auch ein bisschen in den Kontakt kommen können. Ist das ein Werkzeug für dich? Ist das irgendwie eine Glücksmünze für dich, die wir heute verlosen dürfen? Also auch da Erzengel Michael natürlich das Thema. Ne? Oh, das ist so schön, dass du das jetzt ansprichst. Es ist einfach so, dass ich vor kurzem angerufen worden bin. Und da hat die Anruferin gesagt, du Frank, ich habe deine Münze gewonnen bei Leichter Leben. Ich war ja vor einem Jahr ungefähr hier. Und seitdem ich diese Münze habe, geht es mir so gut. Ich habe viel Erfolg. Ich werde wieder angenommen. Und es ist einfach großartig, das auch von anderen Menschen zu erfahren, was dort passiert. Und diese Erzengel-Michael-Münze, da ist der Erzengel wirklich drauf. Und es ist reines Silber. Und sie hat mir unheimlich viel Glück gebracht. Und ich dachte, ich dürfte die heute Abend hier heute mitbringen für einen ganz tollen Gewinner. Der Wächter sozusagen, den wir heute verlosen und der kann in der nächsten Zeit vielleicht auch über ihr Leben wachen und ein edles Teil, man kann fast schon sagen, eine Glücksmünze. Dagobert Duck hatte ja auch immer seine Glücksmünze, seinen ersten Taler und vielleicht ist es jetzt der Beginn ihres ersten Talers, den sie auch hüten wie ein Augapfel. Und diese wunderbare Glücksmünze mit dem Bild vom Erzengel Michael, die können Sie heute bekommen. Wie immer natürlich verbunden mit einer Verlosungsfrage. Und wie immer muss ich Sie auch heute wieder darauf hinweisen, dass eine Teilnahme leider Gottes erst ab 18 Jahren erlaubt ist. Denn eine Gewinnausschüttung an Minderjährige kann nicht stattfinden. Teilnahmeschluss ist
ist nach 15 Uhr, also direkt nach der Sendung Leichter Leben wird ausgelost. Ein Anruf kostet 50 Cent vom Festnetz, mobil kann es auch teurer sein. Und wenn Sie es nochmal ganz genau nachlesen wollen, weil Sie irgendwas nicht verstanden haben, dann schauen Sie doch mal vorbei unter www.astrotv.de. Jetzt wollen wir aber wissen, mit welchem Engel arbeitet eigentlich Frank Bernotat? Ist es der Erzengel Michael oder der Erzengel Gabriel? Heute mal ein bisschen schwieriger, man musste schon zugehört haben. Konnten nicht abgeschaltet haben. Sehr, finde ich auch. Telefonnummern, wie immer, die müssten mit Sicherheit allemal schon bekannt sein. 01379881404 aus dem deutschen, von Deutschland aus ist es die Nummer, die Sie wählen wollen. Von Österreich und der Schweiz aus ist es die 09010501190. Wir drücken die Daumen, dass der Wächter sozusagen Ihnen Glück bringt. Ich komme gleich nochmal zu dir, denn du hast noch ein Werkzeug mitgebracht, über das wir auch reden, das du auch für deine Beratungen nutzt. Ja. Was das ganz genau ist, wissen natürlich die Astro-TV-Zuschauer, aber vielleicht der ein oder andere, der dich noch nicht gesehen hat, der wird auch wieder etwas Neues erlernen. Jetzt wollen wir mal den Blick in die Sterne werfen und das natürlich mit niemandem anderen als Michael Allgeier. Ich wusste, lieber Michael, dass du heute dich für dieses Thema entschieden hast. Und ich glaube, auch hier sind wir wieder beide einer Meinung. Ich glaube, was da im Moment passiert mit diesem Mann, ist wirklich nicht besonders gerecht. Eine Ikone, ein wirklicher Star aus Deutschland, den man umjubelt hat. Und plötzlich wird er fertig gemacht mal wieder in der Öffentlichkeit. Und wir wollen heute gar keine These wahrscheinlich aufstellen über Bankrott oder nicht Bankrott. Aber mich würde mal interessieren, wie schafft ein Mann, das alles so wegzustecken? Ja, sagen wir mal so. Hallo Andrea. Also der Boris Becker war ja immer schon ein großer Kämpfer und wir haben ihn ja alle so geliebt. Er war ja ein Vorbild für jeden und ich kann mich erinnern, ich habe mich nie für Tennis interessiert, aber in dem Moment, wo Becker gespielt hat, war das einfach Wahnsinn, weil er mit so einer Leidenschaft gespielt hat. Und er ist ja ein Skorpion und ein typischer Skorpion und hat immer mit einer Leidenschaft gelebt. Und natürlich kann man auch stürzen im Leben, aber das Schlimme ist ja, man hat das Gefühl, die Öffentlichkeit wartet nur darauf, dass so ein Großer auch stürzen kann. Aber man weiß ja bei Becker, er steht immer wieder auf und ich sehe auch von seinem Horoskop, also ich habe sein richtiges Geburtshoroskop mit Uhrzeit und ich weiß, dass er ein Kämpfer ist und wieder aufsteht. Aber es ist ja nicht nur er, der damit in Mitleidenschaft gezogen wird, sondern es ist ja auch wirklich die Familie, es ist die Ex-Frau, es sind seine Söhne, es ist seine Tochter. Also es kommt ja immer irgendetwas, dass egal was Becker macht im Moment, man hat das Gefühl, die Zeitung mit den großen vier Buchstaben, die ihn eigentlich in den 80er Jahren zum großen Idol, zum großen Superstar gemacht hat, wartet nur darauf, ihm noch mal eine reinwürgen zu können. Ja klar, so gnadenlos ist halt die Presse. Die Presse wird ja von Merkur beherrscht und Merkur ist eine Hure, sagt man. Also der passt sich immer an, da wo er ist, hat keine Moral. Und natürlich, die Stars werden aufgebaut, man nutzt sie, um Schlagzeilen zu machen und hinterher wieder abgebaut. Und ich meine, das war ja auch der Grund, warum Boris Becker, das hat er mal im Interview gesagt, nach England ausgewandert ist, weil er diese Aufmerksamkeit in Deutschland, also kein Privatleben mehr zu haben, einfach nicht mehr ertragen hat. Ist natürlich auch immer das Los eines Superstars, eines so großen Helden, sage ich mal, wie er das war. Aber natürlich ist es nicht gerecht und es ist unendlich schwer. Man schaut auf jeden seiner Fehler, auf jeder seiner Vergehen. Er wird von allen Menschen beurteilt, im Guten wie im Schlechten. Nicht nur beurteilt, sondern vorverurteilt. Oder also vorverurteilt und das ist ganz schwer für einen Mensch auszuhalten. Ja. Es ist so verrückt, dass man immer sagt, also Boris Becker kann über Twitter vielleicht oder Instagram für sich die Wahrheit den Menschen weitergeben und trotzdem wird ihm nicht geglaubt, sondern der großen Tageszeitung, was manchmal wirklich irgendwie skurril ist. Sag mal ein paar Daten von Becker, weil ich glaube, unsere astrologiebegeisterten Leute oder Zuschauer, die interessiert natürlich auch, was ist es für ein Sternzeichen, was ist es für ein Aszendenten, wo ist der Mond, also was macht ihn so zu der Persönlichkeit? Ja. Also Becker ist ein Skorpion,
Aber ein besonderer Skorpion. Dieser Skorpion steht, Skorpion Sonne steht ganz nahe an seinem Aszendent. Also er hat viel, viel Licht, viel, viel Aura. Er ist ein Typ, ich habe ihn mal erlebt. Schütze Aszendent ist er, ja. Also Sonne, Skorpion gerade noch, Schütze Aszendent Anfang. Und das sind ja auch große, imposante Persönlichkeiten, feurige Typen auch. Und ich habe ihn mal bei einem Fest auch persönlich mal erlebt und da ist er in den Raum reingekommen. Er hat wirklich eine Ausstrahlung. Ja, also er hat eine Präsenz, die ungewöhnlich ist, die ich nur bei wenigen Menschen erlebt habe. Und das ist natürlich diese starke Sonne, die er hat. Wenig Menschen leben ja auch so ihre Sonne aus sich heraus. Und dann hat er natürlich auch einen unglaublich starken Willen. Also Mars steht im Steinbock erhöht. Da hat er eine besondere Durchschlagskraft. Das hat man in seinem Tennis immer sehr gut beobachten können. Also er war unbeugsam. Er ist immer wieder zurückgekommen. Er hat nie aufgegeben. Und er hatte auf der anderen Seite auch wieder den Mond im Krebs, also auch wieder eine ganz sensible, warmherzige Seele. Das ist das, was ihn so sympathisch macht. Er ist immer noch Mensch geblieben, finde ich. Absolut. Und was ich auch echt ganz interessant finde, und ich glaube, das ist vielleicht auch anhand von Boris Beckers Horoskop wirklich ganz gut erkennbar, wie Menschen sich entwickeln können. Denn ich glaube, wenn du so auf die 80er Jahre guckst, als wir ihn noch als den jungen Boris auf dem Platz stehen haben sehen, da war er ja noch nicht so sicher. Das heißt, da hat man manchmal wirklich gedacht, der kleine rothaarige Junge, den muss man an die Hand nehmen. Aber er ist gewachsen, ne? Und er hat schon auch da... Und da kann man sagen, man kann erkennen, was im Horoskop auf einem vielleicht auch zukommt. Er hat eben diese Persönlichkeit entwickeln können. Also wir alle können uns entwickeln im Leben. Er hat ein ganz besonderes Zeichen im Horoskop. Also er ist ja Schütze-Aszendent und der Herrscher des Schütze-Aszendent ist der Jupiter. Und man weiß ja, Jupiter gilt als das große Glück. Und der steht bei ihm am Zenit oben, also ganz hoch am Himmel. Im Quadrat, also in Spannung zu seiner Sonne. Aber es ist auch, selbst dieser Spannungswinkel ist ein Aspekt, haben die alten Astrologen gesagt, es ist besser wie kein Sonne-Jupiter-Aspekt. Es ist der Glücksaspekt schlechthin. Also er ist so ein Typ, der macht das Unwahrscheinliche wahr. Also ich traue ihm auch jetzt in dieser Lebenssituation auch wieder eine totale Kehrtwendung zu. Also er hat einen Glauben, ein Vertrauen, von dem lässt er sich leiten. Und er ist so der Typ, der für Träume zuständig ist. Deswegen hat er uns ja auch alle so fasziniert. Wir haben alle mit ihm gemeinsam geträumt und Unfassbares erlebt. Und natürlich ist er auch ein Typ, der Sonne-Jupiter-Quadrat manchmal zu Übertreibungen neigt. Aber es hat auch keiner mehr geschafft, wirklich in die Fußstapfen, was den deutschen Tennissport anbelangt, zu gelangen. Also wir haben ja tolle Spieler auch danach noch gehabt, aber keiner hat es wirklich geschafft, so zu sein wie Boris Becker. Ich wünsche ihm alles Gute und ich finde auch, er ist ein toller Typ und es gibt ein paar schöne Sachen, die aber heutzutage eben auch noch von anderen besprochen werden. Da geht es nicht nur um Missgunst, sondern da geht es eben auch um Menschen, die sagen, nee, der Becker, das ist schon ein feiner Kerl und das ist schon echt ein toller Mann, wenn man ihn eben mal kennengelernt hat, so wie du. Wir dürfen uns einfach nicht leiten lassen, immer alles zu glauben und immer nur das Schlechte zu sehen. Und das, nein, und wir dürfen auch Menschen nicht danach beurteilen, ob wie viel Geld sie haben oder wie viel nicht. Also das ist ein sehr, sehr oberflächliches, dummes Denken. Ja, aber weißt du, was ich ganz schlimm finde? Es sind ja nicht blöde Menschen, die diese Meinung haben, sondern es sind ja auch gebildete Leute, die trotz alledem sich irgendwo am Leid anderer erfreuen. Ich wünsche ihm alles Gute auf jeden Fall. Mein Lieber, das war sehr spannend, mal intensiv auf das Horoskop geblickt zu haben. Da kann man wieder sehen, wie man sich kennenlernen kann. Man kann sich auch kennenlernen, indem man die Astrologie studiert, zum Beispiel im Astrokolleg bei dir und tollen anderen Astrologen. Und ich freue mich natürlich schon wieder auf nächste Woche und bin gespannt, worum es da geht. Ja, vielen Dank, Andrea. Ich wünsche dir auch noch eine gute Sendung. Hat mich sehr gefreut. Mich auch, wie immer, Micha. Liebe Grüße, bis bald. Danke. Tschüss. Kurzes Päuschen und dann gucken wir mal zum Danny. Quantum Platinum Energy. Das Energiesystem der neuen Bewusstseinsebenen. Gechannelt von Nicola Alexandra von Lajan. Eine Plasma-Energie aus der Zeit der Entstehung der Erde bringt Sie und Ihr Leben in Glück, Harmonie, Freude, Erfolg
private glückliche Beziehungen und Wohlbefinden auf allen Ebenen. Quantum Platinum Energy, der Durchbruch in der Energiearbeit. Nicola Alexandra von Lajan begrüßt Sie zu Level 1 und 2. Als Einsteigerseminar jetzt auch in München, Frankfurt, Gießen, Köln, Stuttgart, Konstanz und Altensteig. Kommen Sie mit auf den Weg in Ihr Glück, denn Ihre Zeit ist jetzt. Eigentlich sind die lustigsten Dinge, die passieren, wenn man sie nicht sieht. Genau. Wie bist du eigentlich wieder zurück ins Studio gekrochen? Am Boden? Ich habe mich an der Decke entlang gehangelt. Könnte es sein, dass mein Mikro auf der Box ist? Ich weiß es nicht. Das klingt irgendwie so. Das stimmt. Damit wir dich lauter hören. Danny, ach guck mal, eine Rubrik, die wir mal so ein bisschen ins Leben gerufen haben, weil du ja schon auch jemand bist, der A, Interesse am Leben hat, der B, manche Dinge natürlich auch mit dem schmunzelnden Auge sieht und uns immer mal zum Schmunzeln bringen möchte. Genau. Ich will gerade noch ganz kurz einen Satz auch noch mal zu Boris Becker loswerden. Es gibt eine Folge von Durch die Nacht mit, was immer auf Arte läuft, mit Boris Becker und Jamie Cullum. Die wurde in London, in Wimbledon gedreht. Und da gibt es auch eine Szene, wo er dann so einen Raum betritt. Und der hat ein unglaublich hohes Ansehen in England. Er ist ja da auch Tenniskommentator. Ich finde ihn auch großartig. Und ich glaube, dass er hier auch ein bisschen zu Unrecht als Medien... Ja, Sau nicht, aber halt als jemand herhalten muss, mit ihm halt Schlagzeilen machen. Die Presse hat ihn ja auch dazu gemacht. Also natürlich. Der hat sich das ja nicht alleine ausgesucht. Jetzt kann man immer sagen, natürlich, mit Ruhm kommt natürlich auch sowas. Und man muss natürlich auch in der Öffentlichkeit standhalten. Ja. Aber, schaust du dir heute doch Tennis an? Nee, wirklich fällt nicht. Also wenn Becker zum Beispiel mal wieder irgendein schönes Charity-Turnier spielt oder sonst irgendwas, ich glaube, da bin ich dabei, wie Steffi Graf mit Andrew Agassi. Für mich ja einfach die Tennishelden, ne? Die einfach wirklich tolle Sachen geleistet haben. Und auch für unsere Jugend, das darf man ja nie vergessen. Ja. Also was auch Boris Becker geleistet hat, was die Jugend anbelangt. Viele von der Straße geholt, die zum Tennis, zu dem Luxussport herangeführt, um zu zeigen, es ist eben nicht nur ein Elitesport, sondern jeder kann es tun. Exakt. Ja. So, wir fangen an mit etwas, auf das du mich gebracht hast. Du hast ja so eine schöne WhatsApp von deiner Mutter bekommen. Ja, meine Mutter hat sie. Ja, und deine Mutter ist heute Teil der Sendung, weil es geht um Fragen, die man sich stellt, wo man sich fragt, kann man sie beantworten oder nicht, die aber trotzdem irgendwie lustig sind. Und ich glaube, ich habe ein, zwei, die du auch schon in der WhatsApp hattest, aber ich stelle mir noch ein paar weitere Fragen, also auch für die Zuschauer. Aber müssen wir beantworten? Es geht um unsinnige Fragen. Wenn du möchtest, wenn du eine Antwort findest, dann lasse ich mich mal überraschen. Das ist eigentlich so eine Steffi-Kralewski-Rubrik. Mhm. Die müsste eigentlich mitspielen bei sowas. Wollen wir anfangen? Nein, aber ich finde, alleine den Blick von Steffi muss man da einsammeln. Ach so, weil die hat das Augenrollen, das macht sie bei mir immer bei mir berechtigterweise sehr gerne. Bei mir auch. Und das sind wieder solche lustigen Dinge, wo Steffi, glaube ich, nur die Augen rollen wird. Die Zeit ist gleich vorbei. Zeig bitte gleich Steffi. So. Aus welchem Material ist eine Holzeisenbahn? Hast du mir Gedanken darüber gemacht? Ja. Warum feiern wir Weihnachten? Steffi, es ist nichts für dich. Warum feiern wir immer dann Weihnachten, wenn die Geschäfte so voll sind? Versteht auch kein Mensch, oder? Oder warum laufen Nasen, während Füße riechen? Schon mal Gedanken darüber gemacht? Das sind doch die großen Fragen des Lebens, oder? Warum heißt Dusch das nicht Dusch dich? Versteht auch kein Mensch. Gibt es in einem Land mit Linksverkehr auch einen Rechtsweg? Ja, das muss doch mal beantwortet werden. Ja. Darf man mit Hosen zu einem Rockkonzert? Auch wichtig. Ein bisschen, ein leichter Schmunzler bei Frau Kralewski, ein leichter Schmunzler. Jetzt kommen meine zwei Favorites. Warum gibt es in Flugzeugen Schwimmwesten statt Fallschirme? Und jetzt kommt die wichtigste Frage. Wenn die Blackbox eines Flugzeugs unzerstörbar ist, warum baut man nicht das gesamte Flugzeug aus dem Material der Blackbox? Boah, ich bin so ein Klugscheißer. Ich hätte für überall bestimmt eine Antwort zu. Aber sag ich doch. Deswegen mit dir muss man sagen, es ist ja auch, kannst du es erklären. Klugscheißer. Apropos Klugscheißer, gibt es intelligente Windeln für Klugscheißer? Wenn, dann würde ich das kennen. Oh Gott, ich hoffe, unsere Zuschauer denken sich nicht, jetzt ist es wieder soweit. Wir haben Spaß. Wir München zum Beispiel, also ich frage mich auch grundsätzlich, warum heißt eigentlich das Oktoberfest Oktoberfest, wobei es ja zum größten Teil im September stattfindet? Und warum sagen wir München immer Wiesen, wobei die Theresienwiese ja komplett betoniert ist? Ich dachte, die Münchner fragen sich, was passiert, wenn man in den Hauptbahnhof einsteigt
und mit dem Transrapid? 7 Minuten, na 10 Minuten, 10 Minuten. Wie vor vielen Jahren und trotzdem immer noch Kult. Wollen wir noch? Ist es noch lustig oder ist es schon? Ich finde es lustig. Gut. Wie kommt eigentlich? Steffi ist schon eingeschlafen, die können wir gar nicht mehr fragen. Wie kommt eigentlich das Rasenbetreten Verbotenschild immer mitten auf den Rasen? Oder? Was passiert, nachdem man sich zweimal halb tot gelacht hat? Versteht auch keiner. Oder wenn Superkleber wirklich überall klebt, warum nicht an der Innenseite der Tube? Und, wo war das? Ah, das ist, glaube ich, auf der nächsten Seite. Fand ich auch toll. Ist Lattenrost eine Geschlechtskrankheit? Guck mal, so. Pipi-Kaka-Humor. Guck mal, da haben wir die Steffi. Ja, ja. Guck mal. Da haben wir sie doch erwischt. Da hinten habe ich sogar auch Frank lachen gehört, weißt du? Also da wachen sie plötzlich wieder alle auf, sobald es unter die Gürtellinie geht. Dürfen Vegetarier Schmetterlinge im Bauch haben? Auch so eine Frage, ne? Den finde ich gut. Sind Vegetarier, die eine Fleischtomate essen, noch Vegetarier? Wo war denn das mit dem... Ach so, wenn an Teflon nichts haftet... Warum haftet Teflon an der Pfanne? Wir müssen jetzt aufhören, weil ich merke gerade, ich bin die Einzige, Gibt's? Die das lustig findet. Und ich mache mir gerade Gedanken über mich selber, was für ein niedriges Niveau ich habe. Wie wenig Sinn Sie man mich Niveau. Wirklich zum Lachen bringen kann. Da gibst du mir recht, Steffi, ja? Hat die Redaktion schon angerufen, dass wir aufhören sollen, oder? Was? Ist schon soweit. Es ist soweit, wir müssen aufhören. Ich hätte es noch stundenlang mir Gedanken darüber machen können. Aber es ist halt so herrlich albern. Albern, ja. Leichter Leben heißt doch dieser Name, oder? Nein, Albernheit gehört ja auch zum Leben Auf dazu. Jeden Fall. Wir wollen uns aber jetzt mal mit wirklich auch schönen Geschichten beschäftigen. Ja. Nämlich mit wahren Geschichten. Die müssen wir nicht hinterfragen, sondern die sollen wir uns einfach nur anhören. Von Stefanie Kalewski erzählt. Um die geht es heute mit dem Beratercode 4407 und da gibt es auch etwas Schönes zu berichten. Ja, schön etwas tatsächlich. Wahres zu, richtig. Auch etwas Wahres. Und schön tatsächlich, weil du magst ja die Geschichte mit dem Happy End so gerne und es gibt hier sogar ein doppeltes Happy End und von daher dachte ich, nimmst das du mal passt was für, gut, für unbedingt. Mit. Herrlich. Genau. Bevor du in die Sommerpause gehst. Ja, das ist ja der letzte Auftritt auch bei Leichter Leben. Absolut, mein letzter. Dann erst im wieder August, im August. Am 1. Mhm. Genau. Also, wir haben hier die Geschichte von der Andrea, 50 aus Österreich diesmal. Wir haben so selten Menschen aus Österreich oder so dabei, daher diesmal ganz schön, da freue ich mich drüber. Und bei der ging es einfach, ist mal ganz normal los, ne? Ganz normales Leben mit Mann, Haus, ja, alles ganz wunderbar. Und dann stellte sich aber raus, dass der Mann eine Affäre hat mit der Schwägerin. Ja, also mit der Frau vom Bruder. Und das ist natürlich dann eine große Katastrophe gegeben, es ist alles auseinandergebrochen. Und die Andrea, die wusste nicht so richtig, was sie machen soll und hat dann die Heidi angerufen. Und man kommt ja manchmal so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind, auch zu seinen Beratern. Ne? Und die ist diesmal über eine Anzeige von der Heidi im Zukunftsblick gestolpert. Die haben ja ganz viele Berater drin. Und ja, dann hat die Heidi der Andrea viele Sachen erzählt dazu, hat auch gesagt, pass auf, der Mann kommt wieder, du wirst es sehen, vielleicht sogar schon bis Weihnachten. Und dann war die Andrea so erleichtert und voller Freude, dass sie ihren Bruder mehr oder minder genötigt hat, auch mal anzurufen. Und dann hat die Heidi zu ihm gesagt, ja, aber bei dir wird es nichts mehr mit deiner Frau. Das wird also nicht passen. Du wirst eine neue, tolle Frau kennenlernen und so weiter. Es wird auch Kinder geben, alles ganz wunderbar. Und ja, dann kam Weihnachten. Und die Andrea war immer noch allein, der Mann war immer noch nicht zurück. Und dann hat sie die Heidi nochmal angerufen und war vor allen Dingen erstmal böse. Auf die Heidi, auf alle, auf den Mann, auf sich selbst, auf alle. Ne? Dann kam so, dieser, weißt du, so Frustration gehört ja zur Heilung auch mit dazu, zur Seelenheilung mit dazu, ne? Zur Verarbeitung mit dazu. Und das kam so alles richtig hoch. Und dann hat die Andrea festgestellt, man hört manchmal auch nur das, was man hören möchte. Mhm. Und die Heidi hatte nämlich gesagt, möglicherweise sogar schon bis Weihnachten.
Und dann hat sie aber die Andrea aber zugelassen, dass die Heidi trotzdem mit ihr arbeiten kann. Ne? Also weiter mit ihr gesprochen und so weiter. Ich erfasse das ja hier immer alles in wenige Minuten zusammen. Aber es ist ein langer Zeitraum, ein langer Entwicklungszeitraum, der dazwischen liegt, mit einigen Gesprächen und so weiter. Und die Heidi hat hier so mit der Andrea gearbeitet, dass wirklich so Seelenheilung passiert ist. Ne? Also das heißt, Blockaden sind gefunden worden, Themen sind gefunden worden. Und man kam zu dem Punkt, dass diese ganze Ehe überhaupt deshalb auch gescheitert ist, weil die Andrea etwas nicht verarbeitet hat. Und zwar ist es so, dass die jüngste Tochter sehr früh verstorben ist. Und dann hat die Andrea sich sehr um die große Tochter gekümmert. Klar, ganz festgehalten, vor lauter Angst, die auch zu verlieren. Hat aber vergessen, dass es den Mann noch gibt. Mhm. Ne? Und das spielt alles so miteinander rein. Ne? Und hat gar nicht gemerkt, dass der Mann auch trauert. Ganz furchtbar sogar. Und die Andrea vielleicht gebraucht hätte. Und Heidi hat halt geschafft, das alles zur Sprache zu bringen. Sehr ehrlich, sehr offen zur Sprache zu bringen. So, dass Andrea das auch annehmen konnte. Die Andrea hat dann das Haus verkauft, in dem sie mit ihrem Mann ja gelebt hat. Und naja, in dem ganzen Chaos des Hausverkaufs oder Aufarbeitung und so weiter hat die Andrea dann von ihrem Bruder erfahren, dass er eine Frau kennengelernt hat, die wohl nichts von ihm wissen will. Und Andrea konnte aber nicht helfen, ne, weil sie selber mit sich beschäftigt war. Und ja, am Ende tatsächlich war es dann so, dass ihr Mann wirklich wieder zurückkam, die zusammen ein neues Haus gekauft haben, einfach neu miteinander angefangen haben. Und auch der Bruder eben genau mit dieser Dame, wo er erst am Anfang dachte, dass das wohl nichts wird, tatsächlich sehr, sehr glücklich ist. Also beide haben ihr Glück wieder gefunden. Ja. Viele werden jetzt wahrscheinlich sagen, wie kann denn eine Frau sich so demütigen lassen und dann zurückgehen? Aber ich finde, auch in der Liebe muss man mal verzeihen. Und gerade weil man dann eben auch, und das finde ich ist ganz schön, was Heidi gemacht hat, die Augen öffnet und sagt, naja, ohne Grund passieren Dinge nicht. Also, genau, ganz genau. Und jetzt ist man wieder an einer neuen Lebensentscheidung und kann miteinander... Richtig. Neu durchstarten. Ganz genau. Also das, weißt du, es ist ja so, wenn solche Situationen passieren, dann ist ja nicht einer der Böse und der macht irgendwas Schlimmes oder der andere der Böse, sondern es passiert ja miteinander, mit beiden was. Mhm. Und das war daher ganz wichtig, dass Heidi das auch ganz ehrlich angesprochen hat, dass sie da nicht schön geredet hat sondern wirklich gesagt hat, okay, pass auf, hier, genau hier an diesem Punkt, wir gehen das gemeinsam durch und hier genau an diesem Punkt war, weißt du, da hast du auch nicht so klug reagiert. Das war nicht so gut. Besser wäre es gewesen, wenn. Und lass uns das aufarbeiten. Das Schöne da an dieser Geschichte ist auch wieder, dass es Menschen gibt, die eben als Außenstehender drauf gucken. Ja. Weil natürlich, gerade wenn es um solche Affären, um Betrug, um Fremdgehen geht, natürlich der Freundeskreis immer irgendwo Stellung bezieht. Und logisch, immer sagen wird, schick den in... Genau. Nach Sibirien oder sonst irgendetwas. Und hier hat jemand Neutrales drauf geblickt und kann eben auch wirklich einen ganz neutralen Einblick geben. Und das ist das Tolle, was ihr Berater da immer leistet. Absolut. Und bei Heidi ist es wirklich so, die hat so das i-Tüpfelchen da drauf war, dass sie mit Quantenheilung arbeitet. Ja, also wirklich auch mit bestimmten Energien, mit sehr wirksamen Energien, die das Ganze einfach noch unterstützen, die Arbeit nicht abnehmen, aber es erleichtern. Steffi, dein letzter Auftritt vor der Sommerpause. Ja. Ich verabschiede mich jetzt schon von dir, denn du gehst jetzt schon sozusagen in die Sommerpause und wir freuen uns natürlich im August, wenn wir dich wieder mit dem Hexenkalender und natürlich auch mit der wahren Geschichte wieder begrüßen dürfen. Herzlichen Dank und in der Zwischenzeit gibt es natürlich viele andere Berater, an die Sie sich ebenfalls noch wenden können. Also von Heidi haben wir jetzt gerade viele schöne Dinge gehört, aber wie gesagt, Zukunftsblick, so finden Sie Ihren Berater oder eben auch die Berater, die sich jetzt hier vorstellen. Hörst du den Ruf deiner Seele? Nach deinem ganzen Glück und deiner ganzen Lebenskraft? Ich nehme deine Hand und begleite dich auf deinem Weg in dein ganzes Seelenpotenzial und die Berufung deines Herzens. Bist du schon auf der spirituellen Reise zu dir? Komm, ich nehme dich mit, denn deine Zeit ist jetzt. Ich bin Coach und Astrologin. Als Coach arbeite ich neurowissenschaftlich fundiert. Ich verbinde die zwei Welten, eine Welt der Mysterium mit einer Welt der Wissenschaft. Jetzt kannst du loslassen. Der neue Anfang ist da. Das Wort Problem bedeutet für mich, lass mich das, was ich habe, anschauen, um dann eine Lösung zu finden. Und in jeder Situation gibt es eine Lösung, ganz gleich welcher Art. Es gibt immer eine Lösung. Ich kann immer schauen, wohin mich der Weg
führt, damit die Kunden dadurch besser zurechtkommen und vor allen Dingen auch ihre Träume nicht verlieren. Frank Bernhard hat heute zu Gast und er hat uns ja seine enge Verbindung zu Erzengel Michael vorhin erzählt. Und du möchtest eben dieses über Menschen zu wachen, Menschen zu schützen, aber eben nicht nur das, sondern eben auch zu arbeiten, nämlich Dinge richtig aufzulösen, zu befreien. Und dafür steht Erzengel Michael mit seinem Schwert, mit seinem Feuerschwert. Das möchtest du gerne weitergeben. Man kann die Münzen natürlich über dich beziehen, aber heute hast du eine mitgebracht für unsere Zuschauer. Und ja, die Anfrage an unser Gewinnspiel ist heute mal wieder natürlich sehr, sehr groß, denn jeder sucht Schutz und jeder möchte gerne natürlich auch in den Genuss kommen. Und deswegen noch einmal kurz der Hinweis an Sie, wenn Sie diese wunderbare Silbermünze bekommen wollen, die für Schutz, für Schutz, neue Lebenswege vielleicht auch steht, richtig, oder? Schutz, Kraft und lebensfroh. Lebenswege, Lebensqualität. Schließt man die am besten in Safe ein oder soll man sie dann doch, also wie Dagobert Duck seinen ersten Tale, oder sollte man sie bei sich tragen? Also am besten bei sich tragen. Okay. Also das ist so das Schönste. Ich muss gestehen, ich nehme die ja auch immer mit. Und da hatte ich dann mal einmal, da saß ich im Zug und habe gedacht, um Gottes Willen, du hast deine Erzengel-Michael-Münze nicht dabei. Aber ich habe ja eine Reservemünze auch gehabt. Und ja, so läuft es alles ganz wunderbar. Also diese Münze, die Kraft wirklich ausstrahlt, die können Sie heute in unserer Verlosung gewinnen. Wir haben heute eine Verlosungsfrage, die hat es ein bisschen in sich. Das heißt, Sie mussten schon richtig gut zugehört haben, um die richtige Antwort zu erkennen. Wir wollten nämlich wissen, mit welchem Engel arbeitet Frank Bernotat. Aber wir haben es heute, glaube ich, ein paar Mal erzählt. Oder ist es A, Erzengel Michael oder Erzengel Gabriel? Die Telefonnummern sind bekannt, aber auch hier wieder der Hinweis, Anruf kostet 50 Cent aus dem deutschen Festnetz. Kann es teurer sein? 18 Jahre müssen Sie sein und alles können Sie noch mal unter www.astrotv.de nachlesen. Um 15 Uhr losen wir auf, also direkt nach Leichter Leben, wissen wir schon, wer diese wunderbare Münze bekommt. Du hast über deine Arbeit gesprochen, dir ist es eben auch ja, bei AstroTV, bei Questico, in deinen Beratungen wichtig, Menschen zu öffnen. Also wir reden ja über Energien. Herzensenergien aufzubrechen. Und da hast du auch ein Werkzeug mitgebracht, das dir hilft. Du bist einfach wunderbar, genau. Und zwar, das ist der Sterntetraeder. Den Sterntetraeder habe ich auch von dem Erzengel Michael bekommen. Und worüber reden wir denn meistens? Über die Liebe. Was ist denn das wichtigste Organ in unserem Körper? Das ist doch unser Herz. Und viele, viele Menschen, das habe ich in meinen Beratungen erlebt, haben keine Eigenliebe. Und wenn du keine Eigenliebe hast, kannst du gar nicht geliebt werden. Weil ich glaube, man läuft mit so einem Schild durch die Gegend. Und da hat der Erzengel Michael mich einfach gebeten, mitzuteilen, dass durch den Sterntetraeder die Möglichkeit besteht, eine Herzensenergieöffnung, eine Herzensenergieauffüllung zu bekommen. Das heißt also, wenn ich angerufen werde, mache ich ein kurzes Channeling, verbinde mich mit der geistigen Welt, mit dem Erzengel Michael, mit dem Sterntetraeder. Und das Schöne ist einfach, man ist ja wie so ein Viereck, muss man wirklich sagen. Wir sind ja alle miteinander verbunden, auch so wie hier auf dem Sterntetraeder schon ausgezeichnet. Aber ich mache es ganz kurz. Es ist das Wichtigste, ist doch die Liebe. Und da ist das einfach ein wundervolles Werkzeug, um wieder Liebe zu empfinden, Liebe zu bekommen. Und dann läuft es doch auch wieder richtig, richtig gut. Herzensenergieöffnung durch den Sterntetraeder. Und ich bin mächtig stolz, dieses einfache Instrument weiterzugeben. Was ich immer schön finde, ist, dass wir natürlich alle wissen, dass das Wichtigste im Leben die Liebe ist, dass die Eigenliebe die ganz große Rolle spielt. Nur wenn ich mit mir zufrieden bin, dann schaffe ich es natürlich auch, die Liebe zu transportieren. Richtig. Ist für uns theoretisch alles wunderbar. Viele schaffen es aber nicht, in die Praxis umzusetzen. Und was wir hier bei Leichter Leben immer machen dürfen, ist, Menschen vorzustellen, die ja probieren, auf verschiedene Methoden darauf hinzuweisen, wie man vielleicht die Öffnung hinbekommt. Und bei dem einen oder anderen macht es vielleicht jetzt nicht Klick und der kann damit nichts anfangen. Aber vielleicht hast du heute mit dem Auftritt wieder vielen weiterhelfen können, bei denen es plötzlich Klick gemacht haben und die auf eine neue Sichtweise plötzlich auch mal richtig oder der hinterher richtig schauen.
Also die Liebe ist das Wichtigste in unserem Leben. Und es ist meine Berufung, viel Liebe zu geben und viel Liebe, ja, fließen zu lassen. Mhm. Und du bist ja auch so ein empathievoller Mensch, deswegen finde ich das auch immer ganz schön, wenn auch Männer eben diesen weichen Weg gehen können. Das heißt eben auch über Öffnung, über Liebe, über Harmonie und empathisch eben sind, wenn es um andere geht. Wird später noch ein Thema sein, nämlich für andere auch da zu sein, ist auch was Wichtiges, wenn man es natürlich auch in einem gewissen Rahmen macht und seine Eigenliebe nicht vergisst, oder? Das stimmt, absolut richtig. Mhm. Aber ich kann immer nur so gut sein wie mein Gegenüber. Und ich auch, wie Frank Wernuth hat. Und Sie können natürlich auch heute wieder von ihm profitieren, denn gleich im Anschluss an Leichter Leben bist du für unsere Astro-TV-Zuschauer da. Deswegen lasse ich dich jetzt auch aus dem Studio, um dir eine kleine Pause nochmal zu gönnen. Vielen Dank. Damit du ja deine Energien und dein Herz wieder aufmachen kannst. Wobei, das ist ja so weit. Und aber nochmal ein bisschen zur Ruhe kommst. 15 Uhr, Frank Wernuth hat. Immer schön, wenn du bei uns bist. Vielen Dank. Ich danke Denken Sie dir. An die Münze. Also wirklich ein wirklich schön. Also da hat man auch schon das Gefühl, da ist schon Gewicht dran. Ja? Mhm. Silbermünzchen können Sie heute von uns gewinnen. Das kann Ihr täglicher Begleiter sein und eigentlich sollte man ihn auch so nutzen. Ne? Ja, richtig. Er ist einfach so mächtig für eine schöne Zukunft. Du weißt ja, die Vergangenheit können wir nicht ändern, nur unsere Zukunft. Ja, und leben tun wir hier und jetzt in der Gegenwart und da kann der uns auch schon unterstützen. So sieht's aus. Frank Wernuth hat 15 Uhr Astro TV. Vielen Dank für den Besuch. Kurzes Päuschen und danach geht's weiter, ja, mit Elisabeth Hartler und die will uns mal ein bisschen darauf hinweisen, dass es aber auch wichtig ist, an andere zu denken. Das ist natürlich super wichtig. Finde ich auch. Der intelligente Schmuck von Gabriele Iasetta. Die Schmuckdesignerin fertigt intelligenten Schmuck, der ihre mentalen Fähigkeiten stärkt und sie dabei unterstützt, sie selbst zu sein. Stöbern Sie auf ihrer Internetseite und finden Sie eine große Auswahl an tollen Produkten, die Sie direkt online bestellen können unter www.gabriele-iasetta.com oder telefonisch unter 0800 071 0014. Bei Nennung von Leichter Leben erhalten Sie 10% auf Ihren Einkauf. Holen auch Sie sich den intelligenten Schmuck von Gabriele Iasetta nach Hause und spüren Sie die Energie. Und auch Elisabeth Hartler, heute im blauen Hemd. Das heißt, blau steht ja heute für Vitalität, für Kommunikation. Auch wir werden ein schönes Gespräch miteinander führen. Und ich freue mich, dass du heute wieder bei Leichter Leben bist. Und du heute mal ein bisschen appellieren möchtest, an Menschen vielleicht mal hinzugucken. Vielleicht mal zu gucken, ja, wo es anderen nicht so gut geht, ist es das, was du damit meinst, mal an andere zu denken? Ja, ich wünsche dich erstmal einen schönen guten Tag. Ja, unabgesprochen tragen wir wahrscheinlich alle blau, ich heute auch. Und an andere denken oder für andere da sein, das ist ganz wichtig für mich. Vor allen Dingen, wenn ich für andere da sein möchte und mit denen im Gespräch bin, dann heißt es, ich muss erst mal zuhören, richtig hinhören. Was möchte mir der andere vermitteln? Und das ist für mich wichtig, dass ich dann empathisch ihm gegenüberstehen kann und zuhören kann, ihm dann auch die Gewissheit geben kann, hey, ich bin für dich da. Du darfst es mir anvertrauen. Auch dieses Vertrauen, dass ich das, was er mir anvertraut, auch bei mir bleibt. Auch das gehört für mich, für andere Dasein. Nicht nur praktische Hilfe oder praktisch irgendwo hingehen, wie bei der Flüchtlingshilfe. Da kamen so viele Menschen an, dass man sagte, ja, da muss ich praktisch helfen. Nein, Dasein für Menschen, auch mit den Ohren Dasein, mit dem Gefühl Dasein. Das ist eine sehr wichtige Sache für mich persönlich. Das heißt, du bist natürlich auch als Beraterin bei unserem Partner Questico zu erreichen und bist natürlich auch jemand, die zuhört. Ne? Und da sagst du eben was ganz Wichtiges. Wir müssen einfach uns auf Menschen auch einlassen. Aber was ich mit Frank vorhin auch besprochen habe, man muss auch manchmal aufpassen. Und man muss auch manchmal sich selber natürlich schützen, damit man ja nicht zu sehr runtergezogen wird. Das ist korrekt. Da hat Frank vollkommen recht. Und weißt du, ich sehe aber auch immer wieder, dass es ganz bestimmte Themen gibt. Themen, die einen auch immer wieder begleiten. Wie bei mir, da begleitet mich jetzt seit 4 Jahren, begleitet mich das Thema Tod
oder Pflege, wie gehe ich damit um? Die Menschen kommen gerade mit diesem Thema sehr intensiv zu mir. Und dann muss ich nicht unbedingt die noch die selbst runterziehen oder mich runterziehen, sondern ich kann dann versuchen, mit praktischen Empfehlungen oder ihnen ja Angebote machen, dass sie praktisch sich auch weiterhelfen lassen, um dann auch in ja eigene neue Gedanken hineinzukommen und auch ins Handeln hineinzukommen, damit sie sich dann von einer anderen Seite bewegen können, um ihr Leben dann leichter zu nehmen. Wichtig ist natürlich, wie du es gerade gesagt hast, ein bisschen auch sich selber ja mal auch zurückzuziehen, oder? Also ist das auch etwas, was ihr Berater ganz oft braucht, um eben dann für andere da sein zu können? Natürlich. Vor allen Dingen dann auch einfach mal uns selbst zurücknehmen, nie unser kleines Ego mit einbringen in das Gespräch, aber auch andererseits mal sagen, ich mache für mich eine Pause und setze mich auf die Seite und sage, oh, jetzt muss ich erstmal was für mich tun, um dann wieder für andere da sein zu können. Nämlich, es geht nur hier in einem guten, ausgewogenen Maß, miteinander dann umgehen zu können. Und ich bin mir sicher, du bist auch heute nach der Sendung, nach 15 Uhr, wieder für andere da und bist auch mit dem Zuhören für andere da. Wie kann man dich erreichen? Ich bin ab 15 Uhr da und bin dann auch heute nochmal zu einem extra Sonderpreis bis 18 Uhr, 15 bis 18 Uhr zu einem Sonderpreis von 1,99 da. Und dafür möchte ich euch auch heute noch ein kleines Krafttier mitgeben, den Elefanten. Und der sagt uns, gewinne die Liebe und Weisheit, die eine Generation an die nächste weitergibt. Und das finde ich einfach toll. Damit kann ich auch für andere da sein. Das ist ein Spruch, der hilft mir auch weiter. Und ich finde es toll, dass ihr immer wirklich für andere da seid, dass ihr zuhört, weil manchmal geht es gar nicht, und das hast du ja zu Beginn gesagt, immer nur um die Art Lebenshilfe, um die Beratung, sondern einfach wirklich mal, dass man sein Herz ausschütten kann und dass man sich auch, und dieser Spruch kommt ja auch nicht von ungefähr, sich die Probleme von der Seele reden kann. Und das ist wunderbar, was ihr da macht, meine liebe Elisabeth. Und ich wünsche dir heute auch wieder ganz viele, aber auch kraftvolle Gespräche, denn manchmal kann man eben daraus bestimmt auch selber Kraft schöpfen. Oh ja, das kann man sehr gut. Und ich wünsche euch noch eine schöne restliche Sendung, die auch so schon sehr schön war. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis bald wieder. Bis bald, meine Liebe. Liebe Grüße und wir hören uns wieder. Elisabeth Hartler, ab 15 Uhr können Sie sie natürlich auch über unseren Partner Questico erreichen. So, das war's fast schon. Studio ist ein bisschen leer geworden, oder? Ja. Frank ist schon weg, Steffi ist schon weg. Nur der Danny, der ist natürlich noch da. Ich halte die Stellung. Ja, du hältst die Stellung. Ich komme nochmal rüber zu dir. Denn, hast du dein Mikro angeschaltet? Ich glaube schon. Ich hoffe doch. Ich auch. Ja, ist so. Denn du hast noch mal was mitgebracht. etwas, soll ich zu dir rüberkommen? Ich komme zu dir. Okay. Tut mir mal gut, mich ein bisschen zu fit werden. Ja, ich hoffe jetzt, Steffi ist ja nicht mehr da. Das heißt, die könnte jetzt gar nicht mehr Augenrollen. Wir könnten auf dem Niveau bleiben oder wir steigern uns ein bisschen. Das kann nur nach oben gehen. Ich habe mal draußen eine kleine Umfrage gemacht. Das war so 50-50. Also es gab Augenrollen als auch super lustig. Humor ist halt eine Geschmackssache. Ja, und ich werde wahrscheinlich rausgehen und jeder wird den Kopf schütteln, warum ich es wieder lustig fand. Mein Niveau. So. Ich habe ja, das ist ja mein Running Gag. Ne? Bilder mitgebracht. Genau, die lasse ich mal beiseite. Die schleppe ich ja seit 2 Monaten immer wieder mal mit. Ja, aber ich würde echt mal gerne, Eigentlich bist du schon heiß drauf zu sehen, was drauf ist. Ne? Ja, was sind das schon? Wir machen erstmal ein paar andere Sachen. Und zwar, das hat sich ja mittlerweile auch wirklich rumgesprochen, gab es, wann war denn das? Am Sonntag, glaube ich, diese Meldung von der Hamburger Polizei, die 3 Berliner Hundertschaften nach Hause geschickt haben, weil sie einfach zu derbe gefeiert haben. 220 Polizisten, die im Einsatz fehlen. Was ist deine Meinung dazu?
Ah, das ist mir so heikel irgendwie, also ja, okay. Mich da zu äußern in irgendeiner Form. Also ich finde schon, dass man, wenn man sich für einen gewissen Berufszweig entscheidet, auch eine gewisse Vorbildfunktion hat. Mhm. Finde ich. Ja. Allerdings habe ich auch ein Privatleben. So sieht's aus. Aber es ist ja wie bei den Fußballern auch, Entschuldigung, wenn ein Trainer den erwachsenen Jungs sagt, aber heute Abend habt ihr Alkoholverbot, Frauenverbot und ihr seid alle um 9 Uhr im Bett. Pff, ist auch schon krass. Ich meine, gut, die kriegen Millionen dafür. Also ich fand, das war ja so gesehen in einem abgesperrten Bereich. Es war in Bad Segeberg wohl, in der Unterbringung, wo halt viele Polizisten untergebracht waren. Das war jetzt nicht wie bei der Love Parade, dass die auf dem Wagen standen und da Halligalli gemacht haben, sondern das war ja, soweit ich das mitbekommen habe, außerhalb der Dienstzeit. Trotzdem ist es irgendwie die Öffentlichkeit gekommen. Ja. Also, weil die Polizisten aus NRW gepetzt haben. Ich finde, wenn Versicherungsmenschen sowas machen, ja, aber... Ja, das war ja noch mal eine andere heftige. Aber wie gesagt... Ja, ich leben und leben lassen. Ja, also eben. Gut, bei mir wird es da aufhören, wenn ich dann selber schlafen möchte und die sind so laut am Feiern. Aber wen rufst du? Wenn du als Polizist, weißt du, bist in so einem Camp... Ja. Mal aufnehmen in den Fragenkatalog. Ja, du hängst da und neben dir wird gefeiert und das ist die Polizei, die zu laut ist. Ja, auf jeden Fall habe ich das als Anlass genommen, mal im Internet kurz einzugeben, kuriose Nachrichten, was es denn noch so an kuriosen Nachrichten gibt. Und zwar, wo fangen wir denn an? Das ist lustig. Zwei Jugendliche entwendeten im Mai, es geht um 2013, glaube ich, habe ich von den Kollegen von welt.de, zwei Jugendliche entwendeten im Mai ein Dixi-Klo von einer Baustelle und schoben es auf Rollbrettern durch Oberhausen. Als Polizisten in einem Streifenwagen die 14- bis 18-jährigen Täter stellten, gaben sie an, sie wollten das Toilettenhäuschen lediglich für eine Privatparty am Wochenende ausleihen. Daraus wurde nichts, sie mussten das Klo unter Aufsicht der Beamten zurückschieben und bekamen eine Anzeige. Ja. Auch lustig, in Rumänien rief ein Einbrecher im April selbst die Polizei an den Tatort. Der Mann war in ein Haus in Benesti eingedrungen, als er ein verdächtiges Geräusch hörte. Aus Angst vor einem weiteren Einbrecher versteckte sich der 31-Jährige unter einem Bett und rief die Polizei. Als diese eintraf, fand sie in dem Gebäude nur den ängstlichen Kriminellen unterm Bett. Das Geräusch kam der Polizei zufolge vermutlich von der Wachkatze der Bewohner. Sehr lustig. Ein Kunde ist im bayerischen Straubing in einer Umkleide eingedöst und versehentlich eingeschlossen worden. Er musste nach Ladenschluss befreit werden. Passanten entdeckten den Mann am Abend winkend in einem Schaufenster. Wie die Polizei mitteilte, konnte ein Angestellter des Ladens gerufen werden, der ihn befreite. Stell dir mal vor, du bist hier abends unterwegs, am Schlendern. Da steht einer. Guck mal, diese Schaufel. Ich würde sagen, boah, der kriegt aber, hoffentlich hat der einen guten Stundenlohn. Ich würde denken, der ist vielleicht Bettentester oder irgendwie so. Oder ich würde oder sofort an Schaufensterpuppe. Manika denken. Manika. Genau. Der 80er-Film. Die Puppe ist lebendig. Tja. So, was haben wir denn noch? Eine Warnung ging nicht an die Bevölkerung, sondern an Einbrecher. Und zwar haben Einbrecher im Landkreis Regensburg einen Tresor geklaut. Nur hat sich in dem Tresor nicht nur Geld befunden, sondern auch kiloweise Schwarzpulver. Und die Polizei sorgte sich um das Wohl der Diebe. Wenn der Tresor gewaltsam geöffnet werde, mit einem Schweißbrenner oder irgendwas, könnte sich das Pulver entzünden und explodieren, teilten die Beamten mit. Und dann Zitat der Beamten, wenn Sie den oder die Täter kennen, geben Sie die Warnung bitte einfach weiter. Jetzt fragt man sich, ne, war das ein Trick, um an die Einbrecher heranzukommen? Oder tatsächlich der Hinweis, Freunde, wenn ihr... das Ding hier aufmacht, dann geht's rund. So, wie viel haben wir denn noch? Das fand ich auch kurios. Ein Taxifahrer aus Wuppertal verschluckte sich an einem Bonbon, wurde bewusstlos und drohte zu ersticken. Im Taxi. Mit seinem 87-jährigen Fahrgast auf der Rückbank sei der Wagen am Sonntag nach etwa 60 Metern Geisterfahrt auf ein parkendes Auto geprallt. Vermutlich durch den Aufprall habe sich das Bonbon im Rachen gelöst. Und der Taxifahrer sei wieder zu sich gekommen. Weil Fahrer und Fahrgast angegurtet gewesen sind oder seien, hätten beide die Kollision unverletzt überlebt. Es gibt schon so manchmal so Geschichten, wo man fragt, ist es wirklich passiert oder nicht? Also jetzt bei so einem Taxifahrer kann ich mir das schon alles ganz gut vorstellen. Die Einbrechergeschichte fand ich ein bisschen arg skurril, oder?
Dass der selber die Polizei ruft? Ja, aber ich glaube, dass es sowas wirklich auch gibt. Ne? Also natürlich, es gibt alles. Wirklich, also es gibt alles, es oder? Gibt alles. Es gibt wirklich alles. Noch eine? Ja, wir haben ja noch Zeit. Oder willst du Fotos zeigen? Oder wollen wir gleich. Ach, wir gucken mal. Ja, geht so. Da ging die Mutterliebe zu weit. Eine Französin, die für ihre Tochter die Abiturprüfung in Englisch schreiben wollte, ist in Paris auf dem Polizeirevier gelandet. Die Frau versuchte, sich in einem Gymnasium in die Prüfung zu schmuggeln, wie die Nachrichtenagentur AFP erfuhr. Eine aufsichtführende Lehrerin fiel jedoch auf, dass es sich bei der 52-Jährigen nicht um eine Schülerin handeln konnte. Der Schuldirektor fand es gar nicht lustig und die Frau, wie gesagt, wurde verhaftet und aufs Polizeirevier gebracht. Ich habe heute Morgen bei YouTube eine schöne Geschichte gesehen. Ich habe sie aber nur so halb gesehen. Ich wieder mit meinem Halbwissen, das glänzt oder so. Aber da ist auf jeden Fall ein bewaffneter Mann in einen Laden gegangen und dann stand ein Polizist da. Und der Polizist hat sich einfach total relaxed hingesetzt, hat auf den Mann eingeredet, hat ihn beruhigt. Und dann erschossen. Nee, eben. Dann hat er ihm probiert zu erklären, dass er da echt Unfug macht und so. Und hat ihn 3 Minuten oder so gebeten, ihm das Messer zu geben. Ja. Nach 3 Minuten hat dieser Typ ihm das Messer gegeben. Und dann ist der Polizist aufgestanden und hat den Typen einfach umarmt. Der ist dann in Tränen zusammengebrochen. Da musste ich leider Gottes ausmachen. Ich muss mir diese Geschichte noch mal angucken. Aber verhaftet ist er wahrscheinlich trotzdem. Ja, bestimmt. Ja. Aber trotzdem fand ich das herzzerreißend. Die Macht der Worte. Ja, irgendwie fand ich das schön. Ja. In welchem Fettnapf triffst du ständig? Gibt es einen Fettnapf, in den du ständig triffst? Oder trittst? Trittst. Oh, gute Frage. Ein Fettnapf? Also bestimmt, aber mir fällt jetzt so spontan eigentlich. Oh, Siggi. Ach so. Nee, fällt mir keiner ein. Also. Nee. Was machst du Sonntagnachmittags? Ja, irgendwas mit der Kleinen halt. Also, da hängen wir in irgendeinem Park oder an einem See jetzt im Sommer. Also, wir haben so ein Samstagsritual, dass wir auf den Markt gehen und dann gibt es einen Wrap und eine Wurst Rap. Und so weiter. Aber wie findet man am schnellsten echte Freunde? Das finde ich ist eine schwierige Frage. Wie findet man am schnellsten? Das ist nämlich genau der Punkt. Also die Antwort steckt in der Frage. Es ist ja nicht am schnellsten, weil Freunde findet man über eine lange Zeit. Man findet nicht schnell Freunde. Freundschaften entstehen ja über Erlebnisse, über Momente, wo man merkt, dass man sich auf jemanden verlassen kann. Ja, aber gibt es nicht sowas? Also auch mal so eine Frage, über die man nachdenken könnte. Liebe auf den ersten Blick, das scheint es ja zu geben. Aber ich habe auch das Gefühl, dass es Freundschaft auf den ersten Blick gibt. Also es gibt schon so Menschen, wo du von vornherein weißt, mit dem komme ich extremst gut zurecht und ich hoffe, man sieht sich wieder. Dann ist man ja selber gefragt. Ab einem gewissen Alter geht es ja nicht mehr so leicht mit Nummern austauschen oder so. Aber ich glaube schon, dass man auch Freundschaft auf den ersten Blick erleben kann. Ja, der gemeinsame Interessen ist da, glaube ich, das Schlüsselwort. Ja. Wobei es ja auch das Ding gibt, dass sich Gegensätze anziehen. Also das glaube ich zum Beispiel nicht. Ich glaube das nicht. Ist ja schon so, dass oft gerade sehr ruhige Leute mit Extrovertierten, also Introvertierten und Extrovertierten. Aber trotzdem müssen sie irgendwie so ein paar Gemeinsamkeiten haben. Kann ich ein Foto sehen? Auf jeden Fall. Warte mal, vorher noch? Sonst wird es jetzt zu knapp. Wir sind fast am Ende. Dann hebe ich mir das auf. Dann die 1 Minute schaffen wir genau noch hier mit. Pass auf, guck mal, was ist das? Oh, ein Finger. Ein Finger in einem Glas. Nein, es ist ein C. Das ist eine Meldung, die habe ich bei Spiegel Online gelesen, vor 2 oder 3 Tagen. Habe ich auch gelesen, aber ich habe schon wieder vergessen, was es genau. war. Genau, das ist ein C gelesen. Und zwar in Dawson City, das ist in Kanada, gibt es eine Bar, in der es einen Drink, andersrum, man kann sich einen Drink bestellen und diesen C reinwerfen. Und es gab jemand, der diesen C geklaut hat, weil er es irgendwie lustig fand. Und dann aber reumütig wieder zurückgeschickt hat. Der gestohlene C kam 4 Tage nach dem Diebstahl zusammen mit einem Entschuldigungsbrief zurück, berichtet die kanadische Polizei. Der C-Dieb habe sich zunächst telefonisch bei der Polizei gemeldet und dann gesagt, ich bin ein betrunkener Trottel und hat ihn zurückgeschickt. Das ist jetzt nicht so, dass... Ich finde aber, alle, die daraus trinken, sind auch betrunken. Über 100.000 Leute haben mittlerweile einen Drink mit diesem C getrunken. Also nicht mit dem, es gibt... Egal. Spruch des Tages. Komische Geschichte. Komische Geschichte. Wahnsinn. Wer uns vor nutzlosen Wegen warnt, leistet uns einen ebenso guten Dienst wie derjenige, der uns den rechten Weg zeigt. Das ist, ja. Aber so langen Dingen muss ich immer ein bisschen überlegen. Ja, ist gerade so intellektmäßig. Was hat er gesagt? War mir das Niveau von vorhin ein bisschen lieber.
Wir bleiben da. Ich glaube, deswegen haben wir es nicht verstanden, weil das Niveau so niedrig war. 15 Uhr Sendezeit um. Wir sehen uns aber morgen wieder. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Oh. Tschüss. Tschüss.